Arnold Jakob Ehret schrieb einmal aus dem Buche Lebensfragen 1. Streng genommen kann man durch Worte nichts beweisen. Beweiskräftig sind nur Tatsachen. Und wer Tatsachen vollbracht hat, der darf eben den Glaube daran verlangen. Selbst die exakte Wissenschaft muss sie anerkennen. In diesem Sinne ist alle Wissenschaft, außer den Erfahrungstatsachen der Gelehrten, eben nur mittelbares Wissen. Das heißt Glauben, nur mit dem Unterschiede, dass die betreffenden Autoritäten nicht Papst, sondern mindestens Professor und Doktor sein müssen, um für unfehlbar gehalten zu werden. Man sieht, das System ist immer dasselbe. Nur die Namen, Personen und Machthaber wechseln. Wehe dem, der es wagt, an den Dogmen der Gelehrten zu zweifeln. Er wird verbrannt wie ehedem, aber geistig, das heißt totgeschwiegen. Aus meinen Versuchen und meiner Krankheitsauffassung geht hervor, dass es keinen vollkommen gesunden Menschen gibt. Was die heutige Nerven- und Gehirnpathologie als Geisteskrankheiten bezeichnet, für das trifft ebenfalls meine Auffassung insofern zu, als ich bereits erwähnt habe, dass der Fleischgenuss Alkoholbedürfnis erzeugt und somit auch Ursache des Alkoholismus und der meisten Geisteskrankheiten ist, während man nie erleben wird, dass ein Vegetarier am Alkohol zugrunde geht. Gott will nicht den Tod des Sünders, also den Übertreter der Naturgesetze, sondern dass er lebe. Ich halte bei Überernährung Wein und Bier in bescheidenen Grenzen für gut, weil eben Alkohol der Eiweiß- und Fettaufnahme entgegenwirkt. Der üppige Esser greift nicht umsonst instinktiv nach diesem Gegengift. Und Graham sagt schon, ein Säufer kann alt werden, ein Fresser nie. Die Natur sucht also mit allen Reservekräften fortwährend die Überernährung und die Zufuhr falscher Nahrungsbestandteile auszugleichen. Gelingt ihr das nicht mehr, so gibt sie ein Signal, Schmerz genannt, begleitet von Verstimmung, Appetitlosigkeit, Fieber und so weiter. Das zum Beispiel bei Zahnschmerz heißen will, du sollst nicht essen. Statt zu gehorchen, antwortet man mit Betäubung und Ausreißen. Denn die heutigen Menschen, deren Zeit nur durch Geschäfte und Vergnügen ausgefüllt wird, haben keine Zeit, krank zu sein. Das heißt, gesünder zu werden. Die heutige Allopathie und Chirurgie ist eben auf diese Menschheit zugeschnitten. Mit allen ihren Giften und Serumpräparaten entspricht sie bloß der tatsächlichen Nachfrage und dem Bedürfnis der Masse, der viel zu vielen. Die Mittel unterdrücken das Warnungssignal und die Symptome des Heilprozesses in Klammern Krankheit. So lange, bis die letzten Reservekräfte erschöpft sind und der Tod eintritt. Wenn man den Geist der Krankheit richtig erfasst, so muss man sagen, wir können nicht früh genug krank werden. Fasten ist eigentlich eine künstliche Krankheit. Erst dann, wenn man mit dem Vollfüllen aufhört, gewinnt der Organismus Kraft und Zeit, um mit konzentriertem Blute an die ungestörte Ausscheidung des Abgelebten, der Fremdstoffe heranzugehen. Tritt nun bald Erschöpfung ein, so kommt diese nicht etwa vom Nahrungsmangel, wie auch die meisten Vegetarier glauben, sondern einzig und allein von der Selbstvergiftung, namentlich des Blutes, durch die aufgelösten Fäulnisstoffe, die dann, wenn richtig vorgegangen wird, unter schrecklichem Gestank den Körper verlassen. Sobald dies geschehen ist, tritt sofort
schon ohne Nahrungsaufnahme ein größeres Kraftgefühl ein. Die Schwäche aber, Krise genannt, unter der man sich bis jetzt nicht Richtiges vorstellte, ist für die meisten Vegetarier umso verhängnisvoller geworden, weil sie die Reizmittel ausschalten, die eben alle, auch das Fleisch, allopathisch, das heißt in diesem Sinne und bis zu einem gewissen Grade krankheitsverhindernd, das heißt die Krise beseitigend wirken. Der Vegetarier, der nicht reiner Obstesser ist und meistens zu viel isst, geht aber nur den halben Weg. Dadurch findet eine fortwährende Ausscheidungsversuch im Körper statt und es entstehen periodische Schwächezustände, die irrtümlicherweise als Unterernährung gedeutet werden. Die Krisen hören nicht auf und die vollkommene Gesundheit wird nie erreicht. Über diesen verhängnisvollsten Irrtum durch den lebendigen Versuch Klarheit geschaffen und ihn endgültig widerlegt zu haben, dies rechne ich mir als mein Verdienst. Wenn auch da und dort bereits ähnliche Theorien bestanden haben, so ist und bleibt es doch mit meiner Anschauung unvereinbar, wenn man bei mir, der ich den Weltrekord am Fasten aufgestellt habe, Unterernährung finden will. So viel über den Geist der Krankheit. Das Bedürfnis nach regelmäßigen Mahlzeiten ist vielleicht nur eine Krankheit des Kulturmenschen, weil ihm dadurch nur totgekochtes Material zugeführt wird, daher der rasche Zerfall. Ich greife die Stickstofflehre grundsätzlich an und glaube nicht mehr daran, dass ein in Zersetzung begriffenes Eiweißmolekül, das noch dazu in der Siedehitze gebraten ist, seine Auferstehung feiert als ein Teil der Muskelsubstanz des Menschen. Fleisch und seine Wirkung ist nur als Reizmittel anzusehen. Es scheint mir sicher zu sein, dass die lebende Substanz den Stickstoff, den sie braucht, der Luft entnimmt und dass der ausgewachsene, gesunde Mensch kaum Ersatz, sondern fast nur Betriebsmaterial braucht. Oder sollte es ein Zufall sein, dass die lebenbedingende Atemluft 75% Stickstoff enthält? Soll etwa das Muskeleiweiß eines in Freiheit lebenden Ochsen allein nur aus dem Gras stammen? Ist das je berechnet worden? Oder wo stecken die Wärmekalorien eines Rehes bei 20 Grad Kälte? Sollten überhaupt die Funktionen eines tierischen Organismus berechenbar sein? Das ist der Fortschritt unserer Kultur, wenn uns jeder Professor etwas anderes vorrechnet, was und wie viel wir essen sollen und dass die geistreichsten Gelehrten und Künstler an Dinge glauben, die die Dümmsten des dunkelsten Mittelalters von sich gewiesen hätten. Dahin gehört zum Beispiel der Glaube, dass man mit stinkendem, halb verfaulten Ochsenblute seine tägliche Nahrung ergänzen und verbessern könnte. Überhaupt beruht die ganze Physiologie auf krassen Irrtümern, weil die ersten Gelehrten, die diese Wissenschaft begründeten, keine gründlichen naturwissenschaftlichen Kenntnisse hatten. So lehrt man zum Beispiel, das Herz sei eine Pumpe und bewirke den Kreislauf des Blutes, was meines Erachtens der größte physiologische Irrtum ist, den heute auch noch die meisten Naturärzte nachbeten. Ich denke, der tierische Organismus ist mit einem Gasmotor zu vergleichen, wobei die Luft und ihr Sauerstoff durch die Lungen pneumatisch und chemisch das Blut in Bewegung setzen. Das Herz ist das Ventil, der Regulator dieses Pumpsystems. Wo sollte denn, wenn es anders wäre, die treibende Kraft im Herzen herkommen? Die könnte nur metaphysisch erklärt werden. Und an dergleichen glaubt man heute nicht mehr. Hängt nicht vielmehr der Gang des Herzens von der Zufuhr der Luft sowie von erhitzenden und kühlenden Einflüssen ab? Steht nicht auch das Herz still, sobald der Zutritt der Luft in der Lunge aufhört? Und dabei soll das Herz die Ursache der Bewegung des Blutes sein? Allerdings vollführt das Herz noch einige Schläge, wenn das Atmen aufhört,
aber nur so lange, bis der durch die Atemluft ausgeübte Reiz aufhört und der pneumatische Druck ausgeglichen ist. Aus dem erstgenannten Grunde kann man ein ausgeschnittenes, aufgespießtes Kaninchenherz nach mehreren Stunden durch Kochsalzlösung oder verdünnten Traubenzucker wieder in Bewegung bringen. Die wissenschaftliche Irrlehre über den Zweck des Herzens ist aber die Hauptschuld an dem immer noch geheimnisvollen Dunkel, das über allen Krankheiten, besonders den Herzkrankheiten, schwebt. Ich bestehe darauf, dass es auch innerliche Gase sind, wenigstens Duftstoffe, die den Betrieb des Herzens unterstützen und das Leben unterhalten. Die Duftstoffe sind die Träger des Lebens, die Professor Jäger Seelenstoffe genannt hat. Nur mit dem Unterschied, dass dieselben beim Kulturmenschen stinken, weil sie aus verlebten, zersetzten organischen Stoffen der Nahrung kommen. Der Obstesser aber hält, abgesehen von dem vielleicht noch nötigen Einsatz, seinen Organismus durch duftende Wohlgerüche des Obstes in Bewegung. Das sind die eigentlichen und richtigen Energien, die aus der Materie des Fruchtfleisches kommen und die von Natur aus zum Wachstum neuen Lebens bestimmt sind. Aktennotiz, Paul Patzig, Duftstoffe ist gleich feinstoffliche Abstrahlung der Nahrung. Es ist bekannt, dass oft Menschen bei unfreiwilligem Fasten gemütskrank und sogar wahnsinnig wurden. So zum Beispiel bei der Belagerung von Paris. Ich habe als Experimentator hier wieder festzustellen, dass der pathologische Einfluss auf Geist und Gemüt nur dann stark zutage tritt, wenn vor dem Fasten viel Fleisch gegessen wurde. Wenn also im Blut und Gehirn kreidende Leichengifte rückständiger Nahrungsreste die Ursache sind. Bei der wissenschaftlichen Anschauung des Zehrens vom eigenen Fleische während des Fastens, die auch Dr. Kellogg vertritt, ist zu bedenken, dass er 70-80% des Fleisches normalerweise aus Wasser bestehen. Und dass nach meinen früheren Darlegungen wahrscheinlich überhaupt nur die kranken Zellen des eigenen Fleisches angegriffen werden, was schon daraus hervorgeht, dass die Gewichtsabnahme bei Nahrungsenthaltung umso geringer ist, je vollkommener die Gesundheit ist. Ha, Anmerkung Paul Patzig. Ja, Gewichtsabnahme höchstwahrscheinlich nur dadurch, dass Eiter, Schleim und faulige, entlebte Körperzellen endlich dann mal ausgeschieden werden, die man Jahre, Jahrzehnte lang mit sich herumtrug, ja, seine eigenen Leichengifte sozusagen mit sich herumtrug. Mit dem extrem psychopathische Erscheinungen, also Alkoholismus und Autointoxikation durch eigene Leichengifte, ist aber auch der Einfluss, wenn auch nur mittelbar erwiesen, den falschen Nahrungsaufnahme und Überernährung auf den Geist ausüben. Was aber als Extremwahrheit ist, das trifft auch im Kleinen zu. Damit ist ein richtiges Denken, eine unbefleckte Erkenntnis, die reine Vernunft des Menschen in dem Augenblick in Frage gestellt, sobald die ersten Spuren von zersetztem Zell- oder Nahrungsmaterial oder von Genussmitteln, in Klammern Giften, im Blute und im Gehirne kreisen. Das Philosophieren, alles Grübeln und Fragestellen, die Wissenschaft selbst und namentlich die medizinische, wenn es überhaupt eine solche gibt, ja, heilen war, ist und wird immer eine Kunst bleiben, wären an sich als pathologische Erscheinungen anzusehen. Wenn auch für die heutige Menschheit nötig, so sind sie doch im Grunde körperlich und auch geistig gesundheitsschädlich. Und das ist das Entscheidende. Aller sogenannter Fortschritt von heute steht im letzten Dienste des Niedergangs. Nietzsche selbst nennt alle Philosophie Dekadenz.
und den gepriesenen Kant, den größten Verstandeskrüppel seines Jahrhunderts. Mautner schreibt zwei Bände, um zu beweisen, dass die Sprache die babylonische Verwirrung gebracht hat, dass niemand die Bücher, die unsere Bibliotheken füllen, versteht und dass alle Fragen des Daseins mit ebenso vielen Ja als Nein beantwortet werden. Wer über die neuesten Forschungen und geistigen Störungen unterrichtet ist, weiß, dass alles noch so scheinbar feststehende Wissen ins Wanken gekommen ist, selbst die Naturwissenschaft. Viele Gelehrte, auch moderne, sind zu der Einsicht gekommen, dass wir nichts wissen können und nichts wissen werden. Und ich sage, dass wir nichts zu wissen brauchen. Wohl braucht es die Menschheit zu ihrem angeblichen Fortschritte, aber der Mensch braucht es nicht. Zu was denn Wissenschaft, wenn alles wieder auf Irrtum und Schädlichkeit hinausläuft und das Denken an sich pathologisch ist? Solange der Mensch nicht ganz gesund ist. Denken heißt Tatsachen, Beobachtungen, Vergleichen, logisch verknüpfen. Alle Weltanschauungen und Wissenschaften leiden daran, dass sie die Welt nicht anschauen. Das heißt, nicht künstlerisch als sinnliche Offenbarungserscheinung betrachten, sondern alles, auch die Organisationen, niederreißen und sie durch das Mikroskop ansehen. Auf die übersinnliche Offenbarung als allein gesunde und nützliche Gedanken des Menschen komme ich noch zu sprechen. Selbst das Haeckelsche Welträtsel, was der vorgeschichtliche Mensch war, löse ich durch das Experiment. Man gebe mir eine Gruppe geistig und körperlich Entarteter. Ich will sie im Walde, um mit Rousseau zu reden, durch Fasten und Obstdiät gesund machen. Es wird sich dann zeigen, ob sie ohne den Segen der Kultur zum Halbaffen herabsinken oder ob sie an Schönheit, Kraft und Intelligenz nicht alle Gegenwärtigen in den Schatten stellen. Als der Mensch mit dem Sündenfall von der einzig richtigen Nahrung abwich, da hat das ganze Elend seines Daseins begonnen. Das steht ganz genau in der Bibel. Mit Zufuhr falscher und überschüssiger Nahrung setzt auch der Selbstreinigungs-, das heißt der Krankheitsprozess ein, der nur durch Steigerung der Nahrungsmenge, durch Reizmittel und später durch allopathische Mittel in Schach, das heißt latent gehalten wird. In Bezug auf Krankheitsursachen herrscht heute große Verwirrung und tiefste Unkenntnis. Aber in Bezug auf alle geistigen Fragen des Daseins und namentlich über die Ursachen des Übels, des Bösen und so weiter, übertrifft unsere Zeit alle anderen an Verwirrung, Widerspruch und Gegensatz. Wie ich oben schon zeigte. Und doch kann es nur eine Wahrheit und eine Antwort geben und auf alle warum, wieso und woher. Kultur und damit Eigentum war erst nötig, als der Mensch zu viel und falsch gegessen hatte. Und der Erste, der ein Stück Land umzäunte, war nicht der erste Frevler, sondern das war der erste Kulturmensch. Er tat das, um sich und seine zahlreichen Kinder vor Hunger zu schützen, die er infolge des durch falsche Nahrung gesteigerten Sexualtriebes gezeugt hatte. Dadurch wurde seine Nahrung gemischt und ebenso gemischt wurde sein Denken, sein Charakter. Er wurde raffiniert, das heißt, er erfand Mittel, um seine Blößen zu bedecken und um seine Nachbarn, die vielleicht noch nackt waren, namentlich bei der Geschlechterwahl zu täuschen, da auch seine Schönheit durch die falsche Nahrung gelitten hatte. Damit wurde die Kleiderindustrie geboren. Ein Fingerzeig für die Freunde des Nackten. Über den Zusammenhang von Schönheit und Nahrung gibt heute noch der Versuch Aufschluss. Mit dem Eigentum ging zugleich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu Ende. Je mehr man besitzt, desto mehr wird man besessen. Die Ungleichheit der Menschen kommt nicht, wie Rousseau meint, von der Ungleichheit des Eigentums, sondern von der Ungleichheit der Ernährung. Diese kann aber nur bei der
biologisch richtigen gleich sein. Das ist Obstdiät. Also wurde mit der falschen Nahrung die soziale Frage geboren und diese kann deshalb nie, wenigstens nicht im Sinne des Sozialismus oder Anarchismus gelöst werden, weil eben der Zukunftsstaat die Gleichheit der Menschen nicht nur in Bezug auf das Recht, sondern namentlich in Bezug auf ihre Eigenschaften zur Voraussetzung hat. Dass gerade die Vegetarier in ihren Ansichten so verschieden und so streitsüchtig sind, widerlegt meine Behauptung nicht. Denn gerade unter ihnen gibt es die meisten Abstufungen in der Ernährung. Ein Industrievolk wird sich aber nie von Obst ernähren. Das ist der wahre Grund für die Utopie des Zukunftsstaates. Ein Fingerzeig für soziale Schwärmer. Mit der weiteren Steigerung der Nahrungszufuhr wurde die Entdeckung von Reizmitteln bedingt. Von Gewürzen, Tabak, Kaffee, Alkohol und so weiter. Um den unter der Last der Überernährung geschwächten Körper anzuregen und flott zu machen. Ein Fingerzeig für einseitige Abstinenzschwärmer. Der jetzt besonders starke Geschlechtstrieb erzeugte das erste Volk. Und mit dieser Vermehrung ging die Brüderlichkeit im natürlichen und im ethischen Sinne immer mehr in die Brüche. Dadurch wurde aber ein Diktator nötig, wozu eben der schönste, stärkste, vornehmste und klügste sich aufschwang. Das war derjenige, der noch am wenigsten vom Gesetze der natürlichen Ernährung abgewichen war, in dessen Adern noch adliges, das heißt reines Blut rollte. Damit trat der erste Herrscher in die Erscheinung und damit auch Sklaven und Knechtschaft, das Gottesgnadentum, der erste Staat. Aber auch das Blut des Fürsten entartete aus bezeichnenden Gründen und damit sank seine Herrscherkraft. Ein anderer tritt mit ihm in Wettstreit. Das Volk trennt sich, es entstehen Völker, Staaten und damit der Krieg aus Streit um Land und Eigentum für Ernährungszwecke. Jetzt wird ein Sozial- und Moralkodex nötig und der Sieger im Kriege wird ebenso wohl als böse bezeichnet wie der Stärkste im Kampfe ums Dasein. Ein Fingerzeig für Moralisten, Friedensschwärmer und Nietzsche-Gegner. Das Volk wächst zur Nation und es wird Industrie nötig, um die Nahrungsmittel und den Verkehr zu steigern. Während bis jetzt der verfluchte Acker das Unheil allein angerichtet hatte, jetzt werden die Nahrungs- und Reizmittel und damit die Regelung des Geschlechtstriebes raffiniert. Es entsteht die Prostitution, ein Fingerzeig für Sittlichkeitsapostel. Es bleibt tausendmal mehr Liebeshunger ungestillt als Nahrungsbedürfnis. Stattdessen wird mehr gegessen und getrunken. In dem Sprichworte, dass man von Luft und Liebe leben könne, steckt ein Fünkchen Wahrheit. Nun muss immer mehr gekocht, gebraten, gebacken und es müssen so viel Nahrungsmittel fabriziert werden, dass drei Viertel der ganzen Menschheit und das weibliche Geschlecht ganz zum Sklaven dieser Arbeit geworden ist. Dagegen habe ich aufgrund langer Versuche berechnet, dass 10 richtige ausgewachsene Obstbäume im mitteleuropäischen Klima eine vierköpfige Familie mit ganz wenigen Zutaten dauernd ernähren können. Man sieht, das Paradies ist immer noch zu haben, man braucht es nur zu wollen. Die ganze Landwirtschaft ist physiologisch ein Unsinn, weil sie außer unnötigen Reizmitteln, wozu ich auch das Fleisch rechne, im Wesentlichen Kohlenhydrate erzeugt, die der Organismus erst in Traubenzucker umwandeln muss, den man doch in den Früchten unmittelbar, mühelos und ohne den Schweiß seines Angesichts haben kann. Siehe 1. Moses 3, 17 und 18. Außerdem sind es gerade die Kohlenhydrate, also Stärkemehlnahrung, deren Rückstände im Darm, Schleim
und Magen pathologische Herde bilden. Ein Fingerzeig für Brot- und Brei-Vegetarier und Nationalökologen. Dr. Weininger, dessen Buch Geschlecht und Charakter so großes Aufsehen erregt hat, wie selten ein anderes, weist nach, dass es nur eine Art von Genie gibt, nämlich das Universalgenie, und das ist der Religionsstifter. Diese haben alle gefastet, um dadurch zur Offenbarung der göttlichen Weisheit zu gelangen. Modern ausgedrückt und vernünftig ausgelegt heißt das, sie setzen sich in reiner Gebirgs- oder Wüstenluft dem freiwilligen, absichtlich hervorgerufenen Krankheitsprozesse durch Nahrungsanhaltung so lange aus, bis im Sinne meiner Auffassung die letzte pathologisch gewordene Zelle ausgeschieden war. Erst in diesem Zustand tritt eine vollkommen reine Gehirntätigkeit auf und ein Empfangen wertvoller Gedanken ein. Gleichsam ein instinktives, willenloses, selbsterzeugen des höchsten Allwissens, das die Dichter starker Zeiten Inspiration nannten. Das ist übersinnliche Offenbarung im natürlichen Sinne. Physiologie des gesunden Denkens, des Universalgenies und Religionsstifters, der nach Dr. Weininger alles Wissenswerte weiß, ohne es gelernt zu haben. Mit diesen Fähigkeiten treten aber gleichzeitig körperliche und seelische Eigenschaften höheren Grades ein. Darüber werde ich an anderer Stelle genauer und ausführlicher sprechen und meine bereits, wenn auch noch in bescheidenem Maße erreichten okkulten Fähigkeiten näher erörtern. Dies sei nur ein Fingerzeig für Wundergläubige und auch für die alles verneinenden Aufgeklärten und Modernen. Die transzendentale Frage werde ich bei anderer Gelegenheit erörtern, da sie nicht hierher gehört. Wenngleich sie auch nur auf ein biologisches und damit im Grunde diätisches Problem hinauslaufen kann, so widersinnig dies auch noch zu sein scheint. Zumindest ist diese Frage nicht mit der modernen Phrase vom dunklen Nichts abgetan, das eigentlich nur einen Wunsch ausdrückt, dass es so sein möge, weil man seine Sache trotz aller sogenannten Aufklärung nicht sicher ist und mit einem Non tangere darüber hinweggeht. Ich glaube damit, meiner vorangestellten Behauptungen soweit gerecht geworden zu sein, als es der Raum gestattet, dass hier die Quelle zur Lösung der höchsten und wertvollsten Daseinsfragen vorliegt, ist unstreitig. Als moderner Vertreter der Askese unterscheide ich mich von denen aller Jahrtausende wesentlich. Ich habe erkannt, dass Askese-Fasten nicht Selbstzweck und, wenn gründlich ausgeführt, nur einmal nötig ist, wodurch allein man körperlich und geistig vollkommen gesund wird und damit erst zu richtigen, auch sinnlichen Genüssen kommt, von denen die heutige Menschheit keine Ahnung mehr hat. Ich unterscheide mich ferner von anderen Vertretern dieser Richtung dadurch, dass ich nicht die Welt, die Menschheit bekehren will, weil dies für mich eine klare Unmöglichkeit ist. Hier öffnet sich eine neue Welt nur für wenige. Ich bin bereits am Tore davon angelangt und werde versuchen, soweit es in meinen Kräften steht, weiterzuschreiten, weil ich in dieser Richtung das dem Menschen vom Naturgesetz gesteckte Ziel erkenne. Wer mit mir auf dieses Ziel bedingungslosen, rätsellosen und vor allem krankheitsfreien Daseins zusteuern will, den begrüße ich. Und wenn er noch nicht glaubt, dann lade ich ihn einfach in die Schule des Versuches und er wird erleben, dass ihm das Unglaublichste selbstverständlich wird.